Willkommen bei einer neuen Folge von Zukunftsblick. Das heutige Thema ist die Kids' Choice Awards Deutschland, Österreich, Schweiz. Oder auch anders gesagt die KCAs Deutschland, Österreich und Schweiz. Die Sendung läuft auf Nick. Das früher Nick hieß, dann Nickelodeon und jetzt wieder Nick. Die deutsche Variante davon lief so ein- oder viermal. Und seit einigen Jahren gibt's in dem amerikanischen Raum auch Preise für YouTuber. Und seit einigen Jahren gibt's auch deutsche YouTuber, so wie Julian Bam und die Lochis. Und das Markenzeichen sind die Awards, die Blimps und der Slime. Und zwar versuchen Stars, andere Stars einzuslimen. Und dieser Slime ist grün. Niemand weiß, was er ist oder was es ist oder woraus er besteht. Das ist auch der Clou dabei. Bald macht Nick wieder in Deutschland die KCA Deutschland, Schweiz und Österreich. Und ich denke, dass auch in Deutschland YouTuber ausgezeichnet werden. Aber was ich für Deutschland mehr hoffe, ist es, dass andere deutsche YouTuber auch ausgezeichnet werden. Also dass es jedes Mal andere sind. Für 2019 wünsche ich mir Tanzverbot. Warum Tanzverbot? Weil ich 4 Reaktionen möglicherweise schon vorausahnen kann. Und zwar, dass einmal er geslammt wird und er dann überreagiert. Ey, bist du total verrückt? Jetzt bin ich voll geslammt. Was ist das? Ich hätte besser hierher nicht kommen sollen. Das andere, man versucht ihn zu slimen und er sagt, was? Nein. Was tust du da? Ich möchte das Ekelzeug nicht. Oder er will nur geslimed werden und sagt dazu, oh ja, gib mir den Slime, gib mir den Slime. Oder er will überhaupt gar nicht bei der Preisverleihung sein und seine Meinung wird dazu sein, nee, ich werde auf keinen Fall auf diese Veranstaltung gehen. Auf diese Veranstaltung können nur die gehen, die Kinder als Fans haben. Aber ich habe keine Kinder als Fans. Beziehungsweise Minecraft-Kiddies. Falls jemand denkt, dass dieses Video nur als reines Tanzverbot-Video gilt, das ist es nicht. Es soll nur halt über die KCAs sein. Und ich habe gegen Tanzverbot gar nichts. Ich habe ihn auch getroffen auf der Dreamhack. Ich war auch im Hintergrund seines Videos und habe halt ein Foto mit ihm gemacht. Beziehungsweise ein Selfie. Also das soll nur ein KCA-Video sein. Also ein Nick's Choice Awards Video. Ich hatte nur Tanzverbot im Kopf, weil ich mir so gedacht habe, Moment mal. Was würde er tun, wenn er dort nominiert wäre? Und man versucht ihn voll zu slimen. Mit dem grünen Slime. Also, falls euch das Video gefallen hat, dann bedanke ich mich, dass ihr zugeschaut habt.